Wie gehe ich mit schwierigen Kindern um? Das ist eine der meistgestellten Fragen der Grow-Kurs-Teilnehmer, wenn wir sie am Anfang der Kurse fragen, was ihre Erwartungen an den Kurs sind, womit sie nach Hause gehen wollen nach den 5 Tagen Move-Kurs. Und ganz oft ist es eben eine Antwort auf diese Frage nach dem Umgang mit schwierigen Kindern zu erhalten. Schwierige Kinder sind die Kinder, mit denen du dich jedes Mal, wenn du in der Jungschau bist, herausgefordert fühlst. Das sind die Kinder, die dich an deine Grenzen bringen, ja, von denen du dich schnell genervt fühlst. Und das sind für dich andere Kinder, als es für mich zum Beispiel sind oder für deine Freundin in der Jungschau oder für deinen Leiter. Je nach unserer Persönlichkeit werden wir Kinder sehr unterschiedlich erleben. Ich glaube, dass die Ursachen, warum Kinder sich schwierig, für uns schwierig verhalten, sehr vielfältig sind. Eine Ursache kann zum Beispiel sein, dass Bedürfnisse nicht gestillt sind. Ja, das Kind hat Hunger, das Kind hat Durst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Hunger hast. Mir wird nachgesagt, dass ich dann ziemlich unleidlich werde. Dem lässt sich relativ leicht begegnen, indem du eine Schüssel mit Äpfeln hinstellst oder auch eine Kiste Wasser und ein paar Gläser. Ja, und dann können die Kinder am Anfang essen, können was trinken und du hast schon das erste Bedürfnis gestillt. Wir in unserer Jungschau haben festgestellt vor vielen Jahren, dass unser Programm so eng getaktet ist, dass wir gar keine Möglichkeit mehr haben, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie geht es diesen Kindern eigentlich. Wir hätten niemals die Zeit gehabt oder die Möglichkeit, diesen Kindern Essen zu geben oder Trinken zu geben, weil wir mussten ja unser Programm durchziehen. Haben dann festgestellt, okay, das funktioniert so nicht. Das ist auch nicht das, was wir mit unserer Jungschau erreichen wollen. Also haben wir unsere Jungschau umgestellt. Wir haben so eine Art Chill-In-Stunde gemacht. Ja? Das heißt, die Kinder konnten kommen um 15 Uhr und das Programm hat erst um 16 Uhr begonnen. Das heißt, wir hatten eine Stunde Zeit, mit den Kindern Obst zu essen, Äpfel, Bananen, Melonen, Mandarinen, je nachdem, welche Saison wir hatten. Sie konnten was trinken und das Wichtigste für uns und ich glaube auch für die Kinder, sie konnten reden. Ja, wir haben uns mit ihnen hingesetzt, haben ein Spiel gespielt, Uno, Skippo, wie auch immer, was dir halt gefällt oder was den Kindern gefällt und haben uns unterhalten und auf einmal wussten wir, wie es unseren Kindern geht. Ja, wir haben mitgekriegt, dass sich Eltern scheiden lassen, dass es den Kindern dadurch nicht gut geht. Wir haben mitbekommen, dass das eine Kind schon seit Wochen Schmerzen im Fuß hat und ihm nicht geglaubt wird. Und viele andere Dinge mehr. Und wir haben eine Beziehung zu unseren Kindern aufgebaut. Und ich finde, das ist das, worum es irgendwie auch geht, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen, Vertrauen in diese Kinder zu legen, sodass sie uns vertrauen und sich uns anvertrauen. Und wir ihnen so auch ein Stück weit Gottes Liebe weitergeben können. Es ist relativ einfach, diesen Grundbedürfnissen zu begegnen, wie Hunger und Durst. Du brauchst ihnen einfach nur Äpfel und Wasser hinstellen. Und schon ist die schlechte Laune durch Hunger zum Beispiel vorbei. Eine andere Möglichkeit, warum wir Kinder als schwierig empfinden, ist, wenn du selber schlecht gelaunt bist, wenn es dir selber nicht gut geht, wenn du selber total ausgelaugt bist, weil du 5 Projekte gleichzeitig hast. Ich mag diesen Satz und er ist mir oft im Kopf, dass du immer nur das geben kannst, was du selber hast. Wenn es dir über Wochen nicht gut geht, du über Wochen gehetzt bist, dann macht sich das bemerkbar. Dann macht sich das bemerkbar in deinem Leben und dann macht sich das auch bemerkbar bei den Kindern. Du musst gut für dich selber sorgen, bevor du für andere sorgen kannst. Du hast eine Verantwortung auch für dich selbst. Und es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Da kannst du einfach mal für dich selbst überlegen, was tut dir eigentlich gut. Ich persönlich höre mir gerne Predigten an, zum Beispiel bei YouTube. Ich spreche gerne mit Leuten, die für mich eine Art Mentor sind. Ich lese gerne in der Bibel, ja, und setze mich hin und mache mir Notizen dazu, lese gerne Bücher. Ich bin gern kreativ. Und jetzt überleg mal du für dich, was sind deine Sachen, die dich auftanken lassen? Was sind die Dinge, die dir Spaß machen? Ist es Fußballspielen? Ist es Fahrradfahren? Dann mach mehr davon, sodass du einen Ausgleich hast. Ja, du kannst nicht immer 100% voll durchpowern und davon ausgehen, dass das dein Leben lang funktioniert, weil das wird es nicht. Ja, du wirst, irgendwann brichst du zusammen und die Zeit vorher ist auch sicherlich nicht angenehm und kann dann eben für die Kinder in der Jungschau schon problematisch werden. Wenn sie merken, dass es dir nicht gut geht, färbt das ab. Wenn du schlechte Laune hast, beobachte das mal, dann färbt das ab auf andere. Du kannst also und musst also für dich selber sorgen. Und vielleicht hilft es dir, einfach mal zu gucken, wie viele Hüte hast du eigentlich auf? Was tust du eigentlich alles in deinem Leben? Egal, ob du Schüler bist oder Student, ob du verheiratet bist ohne Kinder oder mit Kindern, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wie viele Hüte hast du auf? Und vielleicht sind es ein paar Hüte zu viel. Und vielleicht musst du sehr genau gucken, okay, was kann ich eigentlich leisten? Auch da wollen wir in den Grow-Kursen miteinander ins Gespräch kommen, auch in Einzelgesprächen und gucken, hey, vielleicht bist du
Vielleicht ist es zu viel, vielleicht bist du überfordert. Ja, und wollen dir da einfach die Möglichkeit geben, mit uns zu sprechen und nach Lösungen zu suchen. Vielleicht liegt das Problem mit den schwierigen Kindern auch bei euch im Team. Vielleicht ist es gar nicht das Kind, sondern ihr im Team löst die Schwierigkeiten aus. Das ist nicht selten, ja. Fühl dich deswegen nicht schlecht. Das ist passiert jedem im Team. Wir hatten das auch bei uns im Team, im Jungscha-Team. Und es ist gut, darüber zu reden, darüber ins Gespräch zu kommen und dann Lösungen zu finden. Vielleicht liegt es daran, dass ihr sehr widersprechende Regeln habt. Ja, damit können die Kinder nicht umgehen. Der eine Mitarbeiter ist total streng, der andere Mitarbeiter ist total lax, ja, und lässt alles durchgehen. Und das wird für die Kinder extrem schwierig, weil sie keine Sicherheit haben, weil sie keine Richtlinien haben, an denen sie sich in der Jungscha langhangeln können. Und dann wird es für die Kinder extrem schwierig und dieses schwierige Verhalten baut sich auf. Hier hilft nur, redet miteinander. Vereinbart verbindliche Regeln für eure Jungscha. Einmal für euch als Mitarbeiter, aber auch zusammen mit den Kindern, welche Regeln wollt ihr in der Jungscha als gesamte Gruppe umsetzen. Vielleicht habt ihr aber auch einen Leiter, der keine Leiterpersönlichkeit ist. Ja, vielleicht bist du der totale Leitertyp und dir geht das total auf den Keks, dass dein Leiter das nicht ist. Das ist schwierig, das ist eine schwierige Situation und ich kann dir in der Situation nur empfehlen, dir Hilfe zu suchen. Und es ist okay, um Hilfe zu bitten. Das ist nichts Schlimmes. Ich meine damit aber nicht, dass du deinen Leiter übergehst, irgendwo hingehst und sagst, hey, wir müssen den absägen, das funktioniert so nicht, sondern ich meine damit, dass du dir eine Vertrauensperson in der Gemeinde suchst, mit der du darüber reden kannst, ergebnisoffen reden kannst und sagen kannst, hey, was kann ich tun? Ja, gerade wenn dein Leiter nicht mit sich reden lässt, gerade wenn du es schon mal versucht hast, mit ihm zu sprechen, mit ihr zu sprechen, such dir jemanden in der Gemeinde, such dir eine Vertrauensperson, mit der du reden kannst. Es ist total okay, um Hilfe zu bitten. Jeder von uns braucht Hilfe. Und es wäre fatal, wenn du versuchst, es alleine zu machen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Es gibt nicht die Lösung für den Umgang mit schwierigen Kindern. Aber es gibt eine Individuallösung. Es gibt eine Lösung für dich. Ja, für dich und deine Kinder in der Jungscha. Aber grundsätzlich bist du die Lösung. Du bist die Lösung für diese Kinder in der Jungscha. Ja, du bist derjenige, du bist diejenige, durch die diese Kinder von Jesu Liebe erfahren. Ja, und ich freue mich drauf, wenn du zu den Grow-Kursen kommst und wir daran weiterarbeiten. Ja, wir dir neue Motivation geben können, um in deine Jungscha reinzugeben, um in deiner Jungscha zu leuchten, Salz und Licht zu sein. Ich freue mich drauf, wenn wir uns in Wiedenest sehen, zu den Grow-Kursen. Wir werden 5 sehr intensive Tage haben. Wir werden über das Thema sprechen, wie wir Kinder stärken können. Ja, wie können wir Kinder in Kindern Resilienz aufbauen? Wie können wir das unterstützen, Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken? Wir werden über das Thema sexuelle Gewalt sprechen. Ja, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, aber auch sehr schwieriges Thema. Und wir werden auch da versuchen, euch Hilfe zu sein. Wir werden euch mit reinnehmen in das Alte Testament, worauf ich mich sehr freue, um eure Motivation, Jesus im Alten Testament zu entdecken, ganz neu anzufachen. Wir werden über Freizeiten sprechen. Ja, wir wollen euch in die Lage versetzen, wenn ihr aus den Grow-Kursen rausgeht, dass ihr Freizeiten planen und organisieren könnt, zusammen mit eurer Jungscha-Gruppe. Und noch vieles mehr. Wir werden morgens eine ganz intensive, stille Zeit haben und da in den Austausch gehen in kleinen Gruppen. Wir wollen für euch beten und mit euch beten, für euch und eure Teilnehmer. Wir wollen euch segnen. Wir werden euch mit einem Segen entlassen in eure Jungscharen. Und freuen uns einfach tierisch auf diese Zeit mit euch. Bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen in deiner Jungscha. Ich wünsche dir Gottes Frieden. Hoffe und bete, dass du weißt, dass Gott dich liebt, dass Gott dich in diese Jungscha reingestellt hat und dass du ein Segen für diese Kinder sein kannst. Gott befohlen, alles Gute dir.